Reporter ist in Hamburg. Warum sind wir heute in Hamburg, lieber Christian? Immowelt Award wird heute Abend abgeräumt. Wird abgeräumt? Wird abgeräumt. Müssen wir noch mal ein bisschen schauen und gucken, was passiert. Wir sind nominiert als das beste Maklerunternehmen des Jahres deutschlandweit 2023. Ich habe ihm Spaß gesagt, das sind wir dann auch nächstes Jahr, weil 2023 gehört zu uns. Und deswegen sind wir heute in Hamburg. Strand Pauli sind wir hier. Location links ist die Elbphilharmonie, rechts Fischmarkt. Und da nehmen wir euch heute Abend mit. Wir gehen fest davon aus, dass wir es bekommen, weil ich habe vorhin gesagt, wir sind hier angetreten, um zu gewinnen, nicht zu verlieren. Und Zweiter ist der erste Verlierer. Da bin ich ehrlich, ist ein bisschen auch Ego. Aber wir sind das beste Maklerunternehmen Deutschlands, zumindest das schnellst wachsende Deutschlands. Unter den Top 3 in Deutschland und allein das ist schon eine Auszeichnung. Yvonne ist dabei, die hat das Ganze hier nämlich in die Wege geleitet, hat den geilen Pitch vorbereitet. Und wir nehmen euch nachher mit, seid gespannt, was da heute so passiert. Sau heiß ist es in Hamburg, ich habe schon einen leichten Sonnenbrand. Seid gespannt, kommt mit und dann zeigen wir euch, was da heute Abend passiert. Hallo. Hallo, wie gefällt es Ihnen bisher? Ja, sehr gut bis jetzt. Dann machen wir es kurz und schmerzlos, weil wir gleich zum Makler des Jahres kommen. Ich würde gerne ein bisschen über die Immobilienbranche und vor allem über das Makeln sprechen. Was macht so einen richtig guten Makler oder eine richtig gute Maklerin aus? Fachwissen. Ja, und wie schaffe ich mir das an? Wie gehört auch empathisches Verhalten am Kunden vielleicht dazu? Also A, empathisches Verhalten, ja. Weiterbildung, Fortbildung, eine Leidenschaft zum Beruf. Und das sind so, glaube ich, die Grundvoraussetzungen, die man haben sollte als erfolgreicher Makler. Was müsste ich dazu lernen, um erfolgreich Maklerin zu sein? Nicht so frech sein wahrscheinlich, ne? Auch, aber auch. Du machst es schon, sag ich du. Ja, bitte unbedingt. Ich fühle mich noch im Du-Bereich, ja. Du machst das ja sehr, sehr gut im Sport und deswegen, glaube ich, freuen wir uns alle, dich immer Sonntag und Freitags zu sehen und deswegen würde ich mich freuen, dich dort auch weiter zu hören. Was für ein Fünfter? München klingt mir das so, ne? Nee, FC Augsburg. Sonntag verloren gegen Dortmund. Ich war nicht der beste Maskottchen, der Glücksbringer. Falsches Thema heute. Falsches Thema, ne? Das heißt, ihr sitzt da auch in München, macht ihr da Immobilien wahrscheinlich? Augsburg, München, Nürnberg? Wir haben mittlerweile 18 Standorte in Deutschland. Ist ja sauteuer. Sehr teuer. Sehr teuer. Aber auch sehr schön. Also von dem her. So. Er ist ein Top-Verkäufer, Top-Makler, alles läuft. Okay, um euch brauche ich mir keine Sorgen machen, nur beim Fußballverein, da reden wir nochmal. Ne? Großer Applaus, vielen Dank. Ein Unternehmen, das in nahezu allen Unternehmensbereichen eine innovative, wie auch bislang einzigartige Vorgehensweise zum Vorbild macht, das die Wertschöpfungskette von Immobilien verlängert und dabei Win-Win-Situationen mit zahlreichen Vorteilen für alle Beteiligten erschafft. Alle drei hätten es verdient,
den ersten Preis zu bekommen. Alle drei hätten Makler des Jahres werden können, aber einer kann es nur werden. Und es ist in 2023 die Bricks und Mortar. Yes! Yes. Dankeschön. Danke. Das war vorhin. Dankeschön. Wie stolz ist man dann auch auf so eine Teamleistung, wenn man hier oben steht und den Preis Makler des Jahres abholt? Da möchte ich auch dem Team danken, weil wir sind mittlerweile 100 festangestellte Mitarbeiter bei uns und ohne das Team geht es nicht und das leben wir jeden Tag und die gehen alle den Wahn mit, den wir da als Ideen haben, mal mehr, mal weniger, aber das ist wirklich eine Teamleistung und dafür möchte ich Danke sagen. Ja, Applaus dafür. Deutscher Immobilienpreis. Wir sind Maklerunternehmen des Jahres und ich möchte Danke sagen dem ganzen Team. Ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Meine Partner, Mitarbeiter, Familie, die hinter mir stehen. Ganz, ganz vielen lieben Dank euch allen. Ich bin super, super stolz und ich verspreche euch, wir werden noch mehr Gas geben und werden das Ding nächstes Jahr versuchen zu verteidigen. Also jetzt gehen wir auf die After-Show-Party, machen Action, feiern das Ding. Man kann nur nichts reinschütten, ist aber vielleicht auch gar nicht so schlecht nach dem Sonnenbad heute. Ich freue mich und der gehört meinem gesamten Team.